Fleiß kein Preis. So könnte man die heutige Eröffnung des Stratzinger Weinherbstes betiteln. 11 Stratzinger Betriebe reihten sich vor 2 Jahren in die Initiative Weinherbst Niederösterreich ein. Diese Initiative ist inzwischen, wie der Landesrat bereits gesagt hat, weltweit bekannt. Wir sind dabei. Eine gute Entscheidung, denn der Erfolg gibt Ihnen recht. Viele Gäste, viele Freunde des niederösterreichischen Weins wissen inzwischen, dass es zwischen der vielgepriesenen Wachau und dem oft genannten Kamptal die kleine, aber feine Weinbaugemeinde Stratzing gibt, wo beste Weine in einem fairen Preis-Leistungsverhältnis angeboten werden. Vizebürgermeister Josef Schmid war es auch, wie könnte es anders sein, über den Wein die ersten Kontakte mit dem Bürgermeister von Bad Vigaun herstellte. Und dieser Bürgermeister zeigte Interesse an einer Gemeindepartnerschaft mit Stratzing. Auch von uns kam dieses Wollen und diese Partnerschaft kam zustande und wurde, wie Sie alle wissen, im Vorjahr am 15. November in Bad Vigaun im Rahmen eines, glaube ich, nicht zu übertreiben, unvergesslichen Festes, eines großen Festes zur ersten Hälfte unterzeichnet. Stratzing hat in Bad Vigaun eine Weintaufe abgeführt und ich glaube, es war etwas Schönes, auf das wir alle noch denken. Heute wird hier sozusagen der zweite Teil dieser Partnerschaft abgeschlossen. Dass diese Gemeindepartnerschaft bereits jetzt funktioniert und bestens gedeiht, ich glaube, das haben wir in den letzten 1,5 Tagen alle sehen können. Die einzelnen Verbindungen mit den Vereinen, aber auch mit den Betrieben, laufen bereits bestens. Ich glaube, für beide Gemeinden wird dieses Miteinander etwas Besonderes. Jeder kann lernen, jeder kann über seinen Tellerrand hinausblicken, um zu sehen, wie man einerseits im Tennengau und andererseits im südlichen Waldviertel so manche anstehende Aufgabe löst. Diese Partnerschaft muss nun wachsen und gedeihen. Ich ersuche Sie alle, alle aus Bad Vigaun, alle hier aus Stratzing, um Ihren Beitrag damit zu arbeiten, damit daraus etwas Großes und Einzigartiges wird. Alles Gute für unsere Zukunft, für diese Partnerschaft und ich bitte nun den Bürgermeister, lieber Raimund, jetzt müssen wir ans Werk. Jetzt kommt der zweite Teil dieser Partnerschaft. Bitte darum. Zwei ganz kleine, ähnlich strukturierte Landgemeinden, beide ganz in der Nähe einer Bezirkshauptstadt gelegen, die eine im niederösterreichischen Kremstal, die andere im Tennegauer Salzachtal in Salzburg, haben im Vorjahr in ihren Gemeindevertretungen einstimmig beschlossen, eine Gemeindepartnerschaft einzugehen. Die Ortsgemeinde Bad Vigaun war schon seit vielen Jahren auf der Suche nach einer geeigneten Partnergemeinde. Sie sollte nicht so weit entfernt sein. Es sollte keine Sprachbarrieren geben. Und vor allem sollten Sie einen guten Wein haben. Nach jahrelangem Verkosten in Piemont, in der Toskana, in Bordeaux, hat es mich nach Stratzing verschlagen. Und der Wein, den ich hier gefunden habe, ich und meine Frau, wir konnten es beide nicht glauben. Wir haben dann einen mitgenommen, haben ihn zu Hause kosten lassen, dann haben die gesagt, ist dieser hervorragende Weißwein aus Frankreich? Ich habe gesagt, nein. Und ich sage, ist dieser hervorragende Wein aus Italien? Habe ich gesagt, nein, der ist aus Niederösterreich. Dann haben sie gesagt, ey, klar, aus der Wachau kommt der. Dann habe ich wieder sagen müssen, nein, der kommt aus dem Kremstal. Und der weltberühmte Weinort Stratzing war geboren.
Der Anschluss für unsere Partnerschaft war also wirklich der Wein, und der Josef hat es zuerst schon gesagt, rückführend auf die jetzt schon ziemlich lange Bekanntschaft von Josef Schmid, der damals noch gar nicht Vizebürgermeister war, habe ich schon einen Wein gekauft bei ihm. Inzwischen sind seine Rieslinge über denen eines Elfix Bichler, eines Franz Hirzberger oder eines sonstigen Wachauer Kapazunders einzuordnen. Und nicht nur der Peppi Schmid, es sind auch der Franz Dürk, die Maria und einige andere, die ihr in den nächsten Jahren in den ganzen Gourmet-Zeitschriften, nicht nur in Österreich, finden werdet. Und ihr werdet staunen, was der Schwarzinger Wein plötzlich kosten wird. Der Bekanntschaft von Josef und mir ist also letztendlich zu verdanken, dass sich diese beiden Gemeinden nun versuchen werden, sich zusammenraufen, Gemeinsamkeiten zu finden. Wir sind schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Es hat also nicht nur einen Festtag im Figau gegeben, die Weinbauern waren bei uns schon zu Gast und haben eine Verkostung gemacht. Eure freiwillige Feuerwehr hat unsere zu unserem 100-jährigen Jubiläum besucht. Und Radar habe ich das Vergnügen schon gehabt, am Galgenberg nicht erhängt zu werden, sondern dort Weißwein zu trinken. Voriges Jahr bei der Weinherbsteröffnung. Und ich habe auch beim heurigen Kellergassenfest schon am Freitag und am Samstag zweimal hintereinander um 5 Uhr morgens Sperrstunde machen dürfen. Für alle, die unser Bad Figau noch nicht kennen, vielleicht in ein paar Sätzen, will ich euch das näher bringen. Bad Figau heißen wir erst seit 2002. Wir sind der jüngste Kurort Österreichs. Nach 17 Jahren Betrieb unseres Kurzentrums hat es auch die Salzburger Landesregierung als unbedingt notwendig erachtet, uns zum Kurort zu erheben. Und wir haben einen langen, sehr steinigen Weg hinter uns gebracht. Bad Figau ist heute eine anerkannte Anlage, nicht nur bekannt, sondern wirklich in ganz Österreich auch anerkannt. Ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir die Urkunde unterzeichnen, und ich möchte dir, bevor wir das tun, auch ein kleines Präsent für die Gemeinde übergeben. Wir haben, Sie haben uns ein wunderschönes Weinfassel mitgebracht. Wein, Bierfassel, habe ich mir gedacht, ist auch nichts Gescheites. Dann ist mir eingefallen, da gibt es nur so eine nette Nachbargemeinde bei uns. Dort gibt es den weltberühmten Adnetter Marmor. Und wir haben uns erlaubt, eine Vase anfertigen zu lassen aus diesem Adnetter Marmor, in dem die beiden Gemeindewappen eingraviert sind, und in der Flehe jetzt den Josef der Launer, Stellvertreter für die Gemeinde Schwarzinger. Tätigkeit verwendet. Ich verspreche, dieses werde ich nicht tun. Meine geschätzten Damen und Herren, liebe Festgäste, ich hoffe, das magst du jetzt, die Partnerschaftsurkunde vorzulesen, damit die Menschen auch wissen, was wir unterschreiben, weil es könnte auch sein, dass wir Hab und Gut jetzt ganz einfach verschenken. Ich glaube, das sollen wir nicht machen. Bitte mach das. Die Partnerschaftsurkunde datiert mit 4. September 2004.
beinhaltet folgenden Text. Auf der Grundlage gegenseitiger freundschaftlicher Beziehungen und in dem Bestreben, das Zusammenleben der Menschen zu fördern, erklären die Vertreter der Gemeinde Bad Vigaun und der Marktgemeinde Stratzing hiermit ihren Willen, die bestehenden Verbindungen zwischen den Gemeinden durch eine offizielle Partnerschaft zu festigen und weiter auszubauen. Dabei wird dem Wunsch Ausdruck verliehen, dass die Bürger beider Gemeinden und insbesondere die Jugend und die Vereine durch enge freundschaftliche Kontakte in vielfältigen Bereichen dazu beitragen, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen. Diese von den Gemeindevertretern der Gemeinde Stratzing und der Gemeinde Bad Vigaun einstimmig beschlossene Partnerschaft wird daher am 4. September 2004 feierlich bekräftigt und unterzeichnet. Bleib da, Josef.